10 Jahre nach ihrer Flucht gibt uns Natascha Kampusch intime Einblicke in ihr Leben. Erstmals zeigt sie uns den Ort ihrer Gefangenschaft und spricht über Wunden, die noch heilen müssen. Guten Abend, herzlich willkommen bei unserem Thema Spezial. Viele erinnern sich noch heute, was sie gerade gemacht haben, als die Nachricht kommt, Natascha Kampusch lebt. Jenes Mädchen, das 1998 spurlos auf ihrem Schulweg verschwunden ist. Ihr erstes Interview, das sie Thema nur 2 Wochen nach ihrer Flucht gibt, sehen über 2,6 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, aber auch Menschen auf der ganzen Welt. Das ist jetzt 10 Jahre her. 10 Jahre, in denen viele die junge Frau als Lügnerin abgestempelt haben. 10 Jahre, in denen sich Natascha Kampusch mit derselben Kraft, die ihr in Gefangenschaft das Leben gerettet hat, ins Leben zurückgekämpft hat. Das Haus, in dem sie 8,5 Jahre Gefangene von Wolfgang Priklopil war, ist ihr als Entschädigung zugesprochen worden. Seitdem steht es leer. Es irgendwie zu nutzen, scheint fast unmöglich. Zum Jahrestag habe ich mit Natascha Kampusch über ihren schwierigen Weg in ein neues Leben gesprochen und ich war erstmals mit ihr am Ort ihrer Gefangenschaft. Es hat so eine unangenehme Ausstrahlung, das Haus. Es ist ja so, dass es eigentlich eine Entschädigung sein sollte, aber es ist ja auch einfach eine Belastung. Im Grunde genommen geht es mir meistens schlecht, wenn ich hierher komme, weil ich mich einfach nicht wohl fühle. Es ist einfach ein fremder Ort, obwohl ich so viel Zeit hier verbracht habe. Hier war die Sicherheitsanlage, mit der hat er quasi das Haus abgesichert und ja, das war so quasi sein Konzept, dass da niemand reinkommen kann. Er hat auch behauptet, dass er da alles mit Sprengfallen und so abgesichert hatte. Also es hatte oben immer etwas Beklemmendes, etwas Beengendes, ständig beobachtet zu werden, kontrolliert zu werden, Vorschriften zu bekommen, in einem Haushalt tätig zu sein, der nicht der eigene ist, der nie der eigene sein wird und der nichts mit einem zu tun hat. Das heißt, manchmal waren Sie richtig erleichtert, wenn Sie dann wieder in den Keller gesperrt worden sind. Ja, es war dann wieder mein Bereich, da konnte ich dann schreiben, lesen, über Dinge nachdenken, unbeeinflusst. Ich wurde nicht zurechtgewiesen oder misshandelt. Gibt es da auch schöne Erinnerungen für Sie, wo Sie sagen, das hat in dieser Zeit nur mir gehört? Also das waren Kleinigkeiten, wenn ich zum Beispiel etwas mehr aus dem Fenster schauen durfte oder wenn ich eine Blume oder eine Meise entdeckt habe im Garten oder wenn ich meine Sachen frisch gewaschen bekommen habe. Wie oft und warum kommen Sie jetzt in dieses Haus? Ja, vielleicht einmal alle 2 Monate, ja. Immer wenn irgendetwas ist, wie zum Beispiel der Wasserzähler, der getauscht werden muss, oder der Strom, der abgelesen werden muss, oder manchmal sind auch Reparaturen am Dach oder im Garten oder so notwendig. Wir haben in der Früh noch gesprochen, soll ich dich in den Kinder in die Schule führen? Oder willst du alleine gehen? Weil das war die erste Zeit, wo sie, ich glaube, das zweite oder das dritte Mal ist sie erst alleine gegangen in die Schule. Ansonsten habe ich sie immer gebracht. Ja.
Und sie wollte unbedingt schon groß, sie ist schon groß, hat sie gesagt, und jetzt will sie alleine gehen. Ich war sehr traurig darüber, dass ich mit meiner Mutter im Streit auseinandergegangen bin. Und sie hat auch immer gesagt, man soll nie im Bösen auseinandergehen. Und ich habe mir extra gedacht, ja, was soll an dem Tag passieren? Aber es war dann doch so. Hier entlang verlief mein Schulweg und ich habe schon da drüben bemerkt, dass hier ein Mann neben einem weißen Kastenwagen stand und habe mir gedacht, nein, das ist mir irgendwie unheimlich, ich wechsle die Straßenseite. Entschied mich aber dann kurzfristig, das doch nicht zu tun. Warum? Weil ich dachte, dass es kindisch sei. Am 2. März ist etwas Schreckliches passiert. Natascha ist um 7 Uhr auf dem Schulweg, Rennmannweg Brioschewig, verschwunden. Man hat sie nicht gefunden. Jetzt suchen Privatdetektive nach ihr. Sie wurde auch in Ungarn gesucht, weil sie am Wochenende mit ihrem Vater dort war und ihr Reisepass war noch in ihrer Schultasche. Ich vermisse sie. Ihr wart Kinder, wie habt ihr damals diese Botschaft aufgenommen? Ja, schrecklich. Jeder hat Angst gehabt. Ja. Ich war gar nicht so drüber. Viel mit Weinen, also am Anfang viel, viel geweint. Dann immer versucht, möglichst erwachsen damit umzugehen und wie Erwachsenen sich die Nachrichten anzuschauen, Zeitungen mitzulesen, mit Leuten zu reden, die vielleicht mehr wissen könnten oder so? Ja, wir haben viel drüber gesprochen. Es hat ja Dieter aufgepasst, dass eben nicht alleine gehen. Immer sagen, ich hab dich lieb, bevor man sich verabschiedet. Das habe ich dauernd gehört nachher, nachdem die Natascha dann weg war. Und es war viel, viel Angst, Ungewissheit. Es tut mir in der Seele weh und es ist teilweise fast sogar schlimmer als die Erinnerung an die Entführung selbst, wenn ich merke, wie es anderen Leuten deswegen schlecht ging und wenn ich mir vorstelle, dass alle eben noch Kinder waren und dass es einfach kaum aushaltbar war, diese Angst zu durchstehen und der ganze Schock und ja. Sie haben immer noch geglaubt, auch, dass sie zurückkommen könnte. Ja, und da steht schwarz auf weiß da. Und zwar, was steht da? Es steht immer wieder drinnen, ich warte auf sie, dass ich nicht aufgebe, weil sie auch nicht aufgibt und das habe ich gewusst. Und ich habe Natascha nicht vergessen. Wie würden Sie sagen, dass sich die Natascha da jetzt entwickelt hat? In diesen 10 Jahren, seit ihr die Flucht gelungen ist. Toll, vorbildlich, ja. Das würde man nicht glauben, also dass das so möglich ist, dass man so stark sein kann. Wenn dich wirklich jemand fragt, dann sagen sie, ein völlig normaler Mensch, ein ganz ein herzlicher, lieber Mensch. Und wer glaubt, dass sie ein Problem hat, hat wahrscheinlich selber eins in Wirklichkeit. Also, oder? Du weißt, was ich meine. Schon. Ja. Also. Sie war als Kind schon stark? Sehr. Sie war quasi unsere Anführerin, oder? Und es hat sich durchgezogen. Und wahrscheinlich, wenn sie ein anderer Mensch wäre, würden wir wahrscheinlich heute nicht hier sitzen. Also hier über diese Stiegen, die sich unter diesen beiden Brettern befinden, konnte man vom Haus aus eben runter in die Montagegrube hin zu dem Verlies.
das es aber heute nicht mehr gibt, denn es ist von der Gemeinde verordnet worden, dass es zuzuschütten sei und das ist 2011 passiert. Das mussten Sie ja selbst bezahlen. Also genau. Das heißt, dieses Haus verursacht ja eigentlich enorme Kosten. Ja. Ist das Haus nicht mehr Fluch als irgendwas anderes? Auf eine gewisse Art und Weise haben Sie da recht. Ja, das ist so. Die ersten 3 Jahre lang verbringt Natascha Kampusch ihre Zeit fast ausschließlich in dem Verlies, auf 8 Quadratmetern. Durch Nahrungsentzug, Kälte und das willkürliche Auf- und Abdrehen von Licht versucht Priklopil, sie zu brechen. Über eine Gegensprechanlage fordert er sie auf, mehr zu gehorchen. Nur selten darf sie nach oben, um sich mehr zu bewegen und frische Luft zu schnappen. Sie haben gesagt, dass Sie sich manchmal gefühlt haben wie ein KZ-Opfer. Er hat auch immer Vergleiche gezogen und hat das eben gut gefunden, mich auch so zu behandeln. Er war daran interessiert, dass es mir auch so geht wie den Nazi-Opfern. Durch den Nahrungsentzug und die Demütigung, und er hat natürlich auch den Hitler bewundert. Er hat versucht, mir so wenig Kleidungsstücke wie möglich zu geben, um eben zu zeigen, dass er der Herr sozusagen ist und ich eigentlich nur Sklave und unterdrückt. Ab ihrem 13. Lebensjahr holt Priklopil Natascha Kampusch immer öfter nach oben ins Haus, um unter seiner Aufsicht zu arbeiten. Sie macht den Haushalt, verlegt Fliesen und Böden und kratzt Tapeten von den Wänden. Je mehr sich Natascha zu einer jungen Frau entwickelt, desto gewalttätiger wird Priklopil ihr gegenüber. Wie hat so ein gemeinsames Essen hier in dieser Küche ausgesehen? Naja, es war meistens so, dass ich das aufgewärmt hatte, was seine Mutter ihm für die Woche vorbereitet hat oder eben extra was gekocht habe. Und dann hat er immer eine große Portion gegessen und ich durfte dann ein Drittel von dem, was er gegessen hat, essen. Ich hatte aber damals vielleicht 36 oder 38 Kilo. Dann hat er gemeint, ja, wenn du jetzt noch mehr isst, dann kannst du nichts mehr arbeiten, dann bist du so träge oder dann läufst du noch weg oder sonstige Sachen. Also er wollte einfach, dass ich so entkräftet wie möglich bin, damit ich mich eben nicht wehren kann. Frau Kampusch, Sie sind ja dabei, das Haus auszuräumen. Ja. Fällt es Ihnen schwer, sich von Gegenständen zu trennen? Das hat vielleicht manchmal so den Anschein, aber es ging eher darum, das Ganze halt noch so zu lassen, damit man sich noch besser erinnern kann als Gedächtnisstütze, damit das so ein bisschen noch da ist, um es zu bewältigen. Trotz der Isolation, trotz der Schläge und Demütigungen, die das Mädchen täglich über sich ergehen lassen muss, schafft Wolfgang Priklopil es nicht, Natascha Kampuschs Willen zu brechen. Ich habe versucht, einfach Parole zu bieten, standzuhalten und dem Täter auch einen Spiegel vorzuhalten. Wie haben Sie das gemacht zum Beispiel? Also er hat es einfach bemerkt, wenn er angeeckt ist und nicht weiterkam in seiner Wut und in seinem unbedingt Dinge durchsetzen wollen. Also es war teilweise so, als hätte man mit einem Kind in der Trotzphase zu tun gehabt. Und da habe ich versucht, mir meine Angst, eventuell erschlagen zu werden, nicht anmerken zu lassen und Ruhe zu bewahren. Bedrohungen vorauszusehen und abzuwehren, das hat Natascha Kampusch auch im Leben danach vorsichtig gemacht. Es sind Blockaden, die sie lösen will, auch im Gesangsunterricht mit Lisa Puppitz. Warum tut Singen gut, gerade auch Frau Kampusch? Man kommt der Stimme nicht aus und man kann durch die Stimme so viel ausdrücken. Es kann Blockaden lösen, das Singen. Es macht Spaß, ja, und es ist ein Genuss, wenn man wirklich merkt, der Körper wird durchströmt von dem Klang und von einem guten Gefühl. Wie? Wo? Was?
vergessen Sie jetzt einmal alles, was Sie wollen, ja? Okay. Okay? Denken Sie nur, beim Einatmen wird der Raum groß innen, großer Raum innen, überall, ja? Überall großer Raum. Wie, wo, was? Wie, wo, was? Wie, wo, was? Wir haben gerade gehört, dass Singen ja sehr viel mit Körpererfahrung zu tun hat. Ja. Wie geht es Ihnen mit Ihrem Körperbewusstsein? Ja, also bewusst bin ich mir schon, aber ich versuche ihn halt streng zu unterdrücken und ich komme immer mehr drauf, dass das nicht unbedingt das Beste für mich ist und ich werde mich immer mehr öffnen müssen. Und jetzt atmen Sie in meine Hände hinein. Langsam, langsam in Ihrem Tempo. Genau, nichts wollen, passieren, geschehen lassen. Gut. Und zum Schluss ein Y, ja? Und spüren Sie jetzt die Weite vorne? Ja. Ja. Welche Rolle spielt Therapie noch in Ihrem Leben? Eine wichtige Rolle. Und zwar ist es mir deshalb so wichtig, nicht aus dem Grund, dass ich sonst irgendwie keine Lebensperspektive hätte oder dass ich nicht wüsste, wie ich mein Leben gestalten soll oder wo ich hin soll mit meinen Emotionen und so. Aber Therapie ist einfach so toll, weil man da in die vielen Räume des eigenen Bewusstseins schauen kann, weil man sich dann immer mehr seiner Selbstbewusstsein kann, bewusst werden kann und das ist so schön. Aber aufpassen, dass es nicht runtergeht, gell? Also irgendwie müssen wir schauen, dass das... Genau, schön dass platzieren. Das ganz gut platziert wird, vielleicht so da hineingeschoben werden kann. Nachdem Natascha Kampusch 2010 ihren Hauptschulabschluss nachgeholt hatte, hat sie überlegt, eine Goldschmiedlehre zu machen. Diesen Plan hat sie zwar verworfen, übt das Goldschmieden aber als Hobby aus und entwirft Schmuck für ihre Freunde. Sie ist regelmäßig Gast bei Goldschmied Andreas Zanaschka. Jetzt hat das abgekühlt. Herr Zanaschka, wie war das, als die Natascha zum ersten Mal in ihr Geschäft gekommen ist? Irritierend. Das ist, glaube ich, jetzt 9 Jahre her, gell? Bist reinkommen. Und, ja, die Natascha war Kundin, ich war Händler. Ja. Und heute gehörst du zum Freundeskreis, ne? Ja. Was war irritierend? Naja, ich habe sie zwar also visuell nicht gleich erkannt, aber von der Stimme her, das war so prägnant. Das war sie natürlich, ja. Und natürlich überlegt man, wie redet man? Mit dir, ja? Mit deiner Vorgeschichte ist es natürlich nicht so einfach, da Kontakt zu fassen. Vor 9 Jahren, als wir uns kennengelernt haben, hat die Natascha zu Boden geblickt in einem Gespräch. Sie war unsicher. Ich glaube, in ihrer gesamten Umgebung und mit den Mitmenschen und das ist weg. Ich dachte, für mich, ich müsste mich abgrenzen, um zu schauen, was geht gesellschaftlich konform und da musste ich erst so eine Lösung finden für mich, wie ich damit umgehe. Vor 2-3 Jahren hat sie sich wirklich geöffnet und auch wenn andere Kunden herinnen sind, der Kundenkontakt ist da und da wird geschätzt. Das war vor 9 Jahren unmöglich. Also scherzen haben wir nicht können, gell? Das ist jetzt erst gekommen, dann eben mit der Zeit. Es war auch so, dass ich bereits in meiner Gefangenschaft begonnen habe, aus den Mitteln, die ich hatte, aus Papierresten und aus Modelliermasse und aus verschiedenen Dingen so winzig kleine Teile gemacht habe. Und ich habe ja auch bei den Arbeiten manchmal auch Kieselsteine gefunden, also so runden Schotter oder so. Und da haben manche ganz nett geglänzt, nass habe ich gesammelt. Und ich habe auch begonnen, Steine zu fassen mit Draht und so, weil der ja Elektrotechniker war. Und dann habe ich halt so diese Kupferdrähte genommen und was gemacht. Ja, aber du ganz locker magst alles locker, gell? Ja. Und zwanglos. Ja. Also. Ja. Nur keine Prüfungen, gell? Nein. Die liegen da nicht, gell? Nein, nicht so. Gibt es Prüfungen, die du nicht magst, bei denen du dich scheust? Ich glaube,
allein das Wort Prüfung ist schon ein rotes Tuch für mich. Mhm. Und ich liebe es einfach für mich zu sein und die Dinge für mich zu erarbeiten. Sie möchte perfekt sein. Das ist ihr oberstes Ziel. Keine Fehler machen und diesen Perfektionismus leider meiner Meinung nach ein bisschen zu stark leben. Man kann schon ein bisschen nachsichtig sein mit sich selber. Man muss nicht alles bis auf die Spitze treiben. Ist das auch die Angst vor Scheitern und Versagen? So, ich kann mir das Scheitern und Versagen vielleicht nicht so gut vorstellen. Oder ich kann es mir vielleicht zu gut vorstellen. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Spielen Sie da jetzt auch auf Ihre Gefangenschaft an? Da ging es ja auch darum, die Kontrolle zurückzugewinnen, nicht zu scheitern. Ja, aber ich denke, es ging schon mein ganzes Leben lang drum und deswegen habe ich die Gefangenschaft überstanden. Also dieser Wille auch zum Überleben, das ist so drinnen im Menschen. Und vielleicht ist das auch ein bisschen dann der Grund für meinen Perfektionismus. Ich komme aber lieber wieder rüber, gell? Natascha Kampusch spricht heute mit ihrer Mutter auch viel über die Zeit vor ihrer Gefangenschaft. Über eine Kindheit, die nicht leicht war. Die Trennung der Eltern, die viele Zeit allein, weil Mutter und Vater berufstätig waren. Brigitta Sirne wurde als Rabenmutter und sogar Mörderin ihrer Tochter abgestempelt. In was für Krisen hat sie das damals gestürzt, dass man sogar behauptet hat, sie hätten ihre Tochter umgebracht? Ja, ich denke mal, also ich habe eigentlich am Balkon da draußen, habe ich eigentlich von mir selber Angst bekommen. Ich bin dann monatelang nicht am Balkon rausgegangen. Ja. Weil Sie runterspringen wollten? Also so weit. Und jetzt kommen mal die Trainer, die will ich auch nicht haben. Brigitta Sirny wollte nie vor laufender Kamera weinen. Sie kehrt ihr inneres Leiden nicht nach außen. Die Öffentlichkeit jedoch will eine leidende Mutter sehen. Hinter vorgehaltener Hand halten sie sogar die Ermittler für schuldig. Nachbarn meiden sie, Bekannte brechen den Kontakt ab. Weil sich Nataschas Vater, Ludwig Koch, in seinem Leiden an jeden Strohhalm klammert, schließt er sich dem Privatdetektiv Walter Pöchacker an, der behauptet, die Mutter und ein Freund hätten die Zehnjährige in einem Baggerteich vergraben. Frau Sirny, diese Wohnung steckt so voller Erinnerungen, auch viel an negativer Erinnerungen. Warum sind Sie hier nie weggezogen? Wie die Natascha nicht nach Hause gekommen ist, habe ich gesagt, wenn sie fliehen kann, von wo auch immer, findet sie nach Hause. Ich habe auch das Auto wieder in Rot mir besorgt, nach einigen Jahren, dass sie, wenn sie einen roten Golf sieht, dass sie die Mama findet. Ja, aus dem Grund. Und ich sage, warum soll ich wegziehen? 3 Jahre nach Nataschas Verschwinden ist Brigitta Sirny zum ersten Mal mit ihren Töchtern Claudia und Sabina und ihren 5 Enkelkindern auf Erholung nach Wienerbruck gefahren. Im nahegelegenen Wallfahrtsort Mariazell haben sie Kerzen für Natascha angezündet. Eine Tradition, die die Familie bis heute fortführt. Seit 10 Jahren auch gemeinsam mit Natascha. Welches Leid mit ihrem Verschwinden über die ganze Familie gekommen ist, kann niemand ermessen. Ja, damals war das einfach nur die Hölle. Es war immer nur so wie so ein Hammer. Das waren die Schlagzeilen, das waren dann irgendwelche Meldungen, die irgendwo dahergekommen sind, in irgendwelchen Köpfen geboren wurden und die in Wirklichkeit überhaupt mit gar nichts zu tun hatten. Wie ist es Ihnen damit gegangen, dass Ihre Mutter auch ständig beschuldigt worden ist? Das macht einen furchtbar traurig, ja. Man weiß ja, dass das nicht so ist, ja. Und dann gibt es Menschen, die sprechen darüber und kennen uns gar nicht. Oder meine Mama, ja. Wir waren ja keine Opfer in dem Sinn. Und deswegen hatten wir auch keine Unterstützung von Professionisten, ne? Und mussten das alleine schaffen. Das hier sind die Räumlichkeiten, in denen sich seine Mutter aufgehalten hat, wenn sie hier übernachtet hat am Wochenende.
Das war jedes Wochenende, ja, oder? Genau, sie war jedes Wochenende da und hat dann eben für ihn geputzt, gekocht, vorgekocht für die Woche, gebacken und aufgewaschen. Und ich musste eben immer spätestens am Freitag auch noch einmal staubsaugen und aufwaschen. Aber er wollte eben keine Spuren hinterlassen, keine Haare oder so etwas. Und Sie mussten dann immer ins Verlies? Genau. Was für ein Verhältnis hatte Wolfgang Priklopil zu seiner Mutter? Also ich denke, es war gespalten. Er wollte einfach der Vorzeigesohn bleiben, aber gleichzeitig sich emanzipieren. Also er war ein Muttersöhnchen und ja. Ab wann war das circa, dass Sie neben ihm schlafen mussten? Etwa ab 2004. Weil da konnte er sich dann sicher sein, dass man mich, wenn ich, also ich war ja noch teilweise manchmal bei Einkäufen mit, dass man mich nicht mehr wiedererkennt. Warum war es Ihnen da nicht möglich, wegzulaufen? Weil das Zimmer hier zugesperrt war und ich außerdem an ihn gefesselt war. Und er hat den Schlüssel auf den Kasten dort oben gelegt und auch die Zange zum Aufzwicken der Kabelbinder. Und so konnte ich mich natürlich nicht befreien, weil er ja auch ein schwerer erwachsener Mann dann an meinem Arm war und ich so nicht weglaufen konnte, ohne ihn aufzuwecken. War das dann schon langsam die Zeit, wo er sie zu seiner Frau machen wollte? Genau, ja, das war sein Plan. Er hatte wohl gedacht, dass er das irgendwie vertuschen kann, sein Verbrechen, und dass ich dann oben mit ihm ganz normal lebe und ihn vielleicht sogar mit falschen Dokumenten heirate oder sowas. Ich habe halt zum Schein das Ganze gut gefunden, damit ich irgendwann nochmal eine Chance bekomme, wegzulaufen. Sie wollten ja auch nie jetzt über sexuelle Kontakte sprechen. Warum haben Sie sich da immer so bedeckt gehalten? Es ist ja klar, das ist etwas Privates. Die meisten Leute sprechen nicht über das, nicht mal im Freundes- und Bekanntenkreis. Und wenn so schlimme Sachen passieren, redet man natürlich überhaupt nicht gerne über so etwas. Priklopil hat seine Gefangene immer wieder gefilmt. Es sind absurde Aufnahmen einer gespielten Wirklichkeit. Natascha Kampusch beim Essen einer Geburtstagstorte, beim Arbeiten im Haus. Wie Priklopil sie zwingt, eine Stunde lang die Treppen auf und ab zu laufen. Die Videos wurden von der Polizei gesichtet mit dem Versprechen, keine Kopien anzufertigen. Da das Material für weitere Ermittlungen nicht von Relevanz war, wurde es dem Opfer zurückgegeben. Ein deutscher Journalist, der sich bei Kampusch als väterlicher Freund ausgegeben hat, kam dennoch an die Abschriften davon. Gegen ihren Willen veröffentlichte er diese jetzt in einem Buch. Kampusch hat geklagt, den Prozess aber verloren. Warum wollten Sie nie über diese Videos sprechen? Weil ich dort eben angeschlagen, mit Glatze zu sehen bin, in seltsamer Kleidung. Das ist einfach nicht würdevoll. Das verletzt den Stolz und die Menschenwürde. Ich frage mich, ist es das wert? Wie viel werden die denn damit verdienen? Nicht? Also im Grunde genommen kann niemand glauben, wenn er so etwas tut, dass man ihn dann feiern wird als Retter von Natascha Kampusch, als Erlöser sozusagen. Sieht sich ja dieser Autor. Es ist einfach ein Bloßstellen und damit setzt er sich für mich auf die gleiche Stufe wie der Entführer. Bitte wieder anreiten. Ja, sehr gut. Oberkörper ist immer hinten. Ja, bleib hier auf der großen Tour. Susanne, was kann denn Frau Kampusch beim Reiten lernen? Alles. Ich freue mich erstens einmal, dass sie das sportlich macht. Dass sie
dass sie nicht nur das Pferd streichelt, sondern dass sie auch wirklich sportlich reitet. Und sie hat sehr viel Disziplin und sie hat auch sehr viel Gefühl für das Tier. Sie spürt, wenn es dem Pferd nicht gut geht. Sie trainieren ja wahrscheinlich viele Menschen. Ja. Aber warum ist das bei der Frau Kampusch so etwas Besonderes? Eben auch etwas, was sie so berührt? Ja, weil sie ganz einfach so stark wird im Leben, weil sie so ins Leben zurückfindet und weil sie so gute Fortschritte macht. Das sind so liebe Tiere, sie sind so sanftmütig, sie sind Fluchttiere, aber sie sind so stark gleichzeitig. Haben Sie in den vergangenen 10 Jahren vom Umgang mit Tieren auch den Umgang mit Menschen kennenlernen können? Ja klar, also bei Menschen ist es ja auch so, manchmal haben die keine Lust, irgendetwas zu tun, sind nicht motiviert. Und dann hilft oft eine kleine Aufmunterung, ein liebes Wort und so. Und das ist bei Pferden genauso. Und durchsetzen muss man sich auch lernen. Ja? Also manche Menschen kapieren das nicht und beim Pferd kann man es eben so schön üben, sich durchzusetzen. Das ist das Schöne. Gell, Lorelei? Sind Sie schon so weit, dass eine Beziehung möglich wäre? Also vielleicht hat das nichts mit der Zeit oder so zu tun und auch nicht mit der Gefangenschaft, auch nicht mit meinem Alter, sondern nur etwas mit mir, ob ich dazu bereit bin. Und ich denke, ich bin schon ein Mensch, der beziehungsfähig ist. Liegt es vielleicht eher an den anderen, die Angst hätten, sich mit ihnen einzulassen? Ich denke schon. Also es ist mir oft auch so passiert, dass Leute auf mich zugekommen sind und mich beruhigt haben, dass sie nichts von mir wollten. Oder auch Frauen zu mir sagten, du musst dir keine Sorgen machen, es steht sowieso kein Mann auf dich. Und ich war natürlich entsetzt und habe mich gefragt, was ist an mir so falsch? Und mir war aber dann schnell klar, dass die Person mich einfach beruhigen wollte, dass mir nichts Böses mehr zustößt, dass ich jetzt für immer beschützt bin, dass man mich quasi als ewiges Kind sieht und dass man auf gar keinen Fall alte Wunden oder sowas aufreißen möchte. Suchen wir uns ein schönes Platz. So groß vor 10 Jahren die Freude ist, dass Natascha wieder zurück ist, so schwierig ist es anfangs auch für die Familie, eine unbeschwerte Beziehung zu der mittlerweile 18-Jährigen aufzubauen. So machen wir das. Ich wusste nie, wie weit ich gehen kann. Ja? Was ist jetzt gut und was soll ich eigentlich lassen? Ne? Ich wollte sie natürlich bemuttern, es ist schwierig. Man verliert ein 10-jähriges Kind und dann kommt eine erwachsene Person. Sie hat das auch ein bisschen übertrieben in der ersten Zeit, weil sie eben so lange ihr Kind vermisst hat. Und ja. Zu viel Liebe, zu viel Nähe. Ja, ich brauchte einfach wirklich die Möglichkeit anzukommen. Ich musste mir Ausweisdokumente erstellen lassen. Ich musste alles Mögliche Rechtliche klären. Ich wusste gar nicht, wo mir der Sinn stand. Und dann auch noch die Bedürfnisse von so vielen Menschen zu berücksichtigen, damit war ich damals überfordert. Wie konnte Ihnen dann die Flucht gelingen? Der Entführer war kurz weg, weil er telefonieren wollte. Er hat ein Objekt verkauft und da haben sich sehr viele Interessierte gemeldet. Und damit er besser telefonieren kann, ist er weggegangen. Und ich habe in der Zeit das Auto gereinigt und habe bemerkt, er hat die Tür dann nicht zugesperrt und sie offen gelassen sozusagen. Und dann habe ich die Gelegenheit genutzt und bin weggelaufen. Und wo war dann diese Nachbarin, die Ihnen geholfen hat? Also ich bin mir nicht sicher, weil da waren so, diese Hecken waren alle noch nicht so hoch. Es kann auch dieses Haus hier gewesen sein. Dieses. Ich bin allerdings da durch die Gegend gelaufen. Je näher ich dann zu ihr gekommen bin,
ich weiß nicht, die Knie sind ganz weich geworden. Aber wir sind aus dem Aufzug raus. Und ich dachte, ja, ja, sie ist es. Dann sind wir, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gestanden, nur so. Und haben uns gehalten, umarmt und wir haben uns ins Ohr geflüstert, dass niemand zuhören konnte. Einfach so, das war eine ganz, ganz richtige Schwester-Situation. Ich habe sofort erkannt und sie schaut mich an, nimmt meine Weste, sagt, du bist ja noch immer so hübsch. Ich habe mir gedacht, da kommt eine alte Verschrummelte. Kam Ihnen dieses Mundwerk bekannt vor? Ja, das kam mir bekannt vor, ja. Also sie ist meine geblieben. Frau Kampusch, so schön Sie zu sehen. Grüß Gott. Grüß Gott. Nur zwei Wochen nach ihrer Flucht gibt Natascha Kampusch Thema ihr erstes Interview. Weil für ein erstes Foto von der jungen Frau 1 Million Euro geboten werden, will man so vermeiden, dass sie zur Gejagten wird. Und es ist unglaublich, dass sie jetzt da sitzt und sie selber fragen kann, Frau Kampusch, wie geht's Ihnen? Ja, den Umständen entsprechend gut. Pensavo solo a fuggire, Natascha. Natascha Kampusch, которая провела в заточении. Natascha Kampusch apparaît enfin au grand jour. Incredible story, first aired there. Natascha Kampusch's ordeal has come as an ugly shock. Ich war sehr verzweifelt und sehr wütend. When a 10-year-old Austrian girl vanished on her way. Sarà la prima intervista televisiva a Natascha Kampusch. He grabbed me. I tried to scream, but no sound came. Ich versuchte zu schreien, aber es ist nicht. Es kam kein Laut. Wenn er mich nicht irgendwann einmal rauf ins Haus genommen hätte, damit ich ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit habe, ich weiß nicht, ob ich dann nicht wahnsinnig geworden wäre. Ja, das ist unangenehm, wenn irgendwer drauf anspricht. Ja, das ist total. Ich fand sie urinteressant. Ich habe sie die ganze Zeit auch, die Bilder, die wir halt daheim haben, sie immer nur, wie ich den Mund offen habe und sie anschaue, staunend. Also es war sehr spannend. Alina ist erst 2 Jahre nach Nataschas Entführung geboren worden. Seit es vor 3 Jahren nach dem Abschluss aller Ermittlungen etwas stiller um Natascha Kampusch geworden ist, trifft Alina ihre Tante öfter. Sie ist einfach fröhlich. Also wirklich unglücklich habe ich sie noch nie gesehen. Sie ist immer fröhlich und sie ist auch immer nett und sie kommt auch immer her und umarmt einen. Also so richtig liebevoll. Das ist ja. Also ich finde das schön. Und sie ist ja irrsinnig gescheit. Ist das nicht manchmal ein bisschen mühsam? Nein, ich höre gern zu. Mich stört das nicht. Sie kann reden. Ich höre zu. Also das sollte man auch schon. Im Gegensatz zu Medienberichten, die immer wieder behaupteten, Natascha Kampusch habe mit ihrer Familie gebrochen, hat sie auch zu ihrem Vater Ludwig Koch und seiner Frau Georgina regelmäßigen Kontakt. Und was ist dieses schöne Tor da auf der rechten Seite? Was ist das Schönes? Weißt du das, Georgie? Nein. Papa, du kannst uns das sicher sagen. Da ist ja der Stephansdom auf der linken Seite. Und dort, das ist das? Ist das das Rathaus? Nein, das ist... Rathaus, ja, das ist sicher, das Rathaus. Das ist so schön. Ach so. Frau Kampusch, Sie wollten ja mit uns und Ihrem Vater und seiner neuen Frau in den Prater gehen. Warum? Weil ich mit meinem Vater früher immer im Prater war. Und das war immer so spannend. Ich liebte es. Hochschaubahn, Geisterbahn, auch mit den Pferden im Kreis reiten. Wann waren Sie denn zum letzten Mal im Prater? Ich denke, da war ich 9 Jahre alt. Können Sie sich noch an den letzten Besuch mit der Natascha im Prater erinnern? Eigentlich schon. Da war da unten vor dem Riesenrad war so ein Pferdekarussell. Und da musste ich meine Sünden abbüßen. Ich glaube, 20 Mal oder sowas ist da jedes Mal geritten. Aber das Bild habe ich heute noch von mir. Da kommen mir heute wirklich Erinnerungen auf. Die lieben und schönen Erinnerungen, die haben mir Kraft gegeben, dass ich auch die bitteren Jahre durchstehen konnte. Wenn ich in der Nacht munter worden bin oder ich überhaupt nicht schlafen konnte, ist mir das alles immer durch den Kopf gegangen.
Ihr Verhältnis war ja auch nicht immer so problemlos nach der Flucht. Möchte ich eigentlich nicht sagen. Ich meine, ich habe meine Tochter immer geliebt, lieb sie heute noch. Und sie, glaube ich, auch, weil sonst würden wir jetzt nicht hier sein. Teilweise gab es so Aktionen seitens meines Vaters, die ich einfach nicht einordnen konnte und verstehen konnte. Und da war es mir einfach wichtig, mich ein wenig zu distanzieren. Einiges war sogar unverzeihlich. Was für Dinge meinen Sie damit unverzeihlich? Naja, diese ganzen Inzweifelstellungen, dass das alles so war, wie es war. Dieses Misstrauen, dieses Paranoide. Da die Medien ja auch an allem dann zu zweifeln begannen und nicht nur an der Eintätertheorie. Und das hat mich halt auch sehr verletzt, weil ich mir dachte, mein Vater könnte ja auch seine eigene Ansicht für sich behalten. Er müsse sie ja nicht den Journalisten nahebringen. Ich muss es, ja, aber ich kann nicht glauben an die Eintäter-Theorie. Wenn sie glaubt, das war nur ein Täter, das kann ja möglich sein. Das kann möglich weiß sein. Es. Handelte Wolfgang Priklopil allein oder gab es mehrere Täter? Die Aussage eines 12-jährigen Mädchens, das die Entführung beobachtet hatte und glaubte, zwei Männer gesehen zu haben, wird die Grundlage für zahlreiche Verschwörungstheorien. Kampusch betont immer wieder, Priklopil sei allein gewesen. Ich habe immer nur einen Täter gesehen. Ich habe nur einen Täter gesehen und wurde nur von einem Täter gekidnappt. Ich sehe irgendwie keinen Sinn drin, dass man nach Mittätern sucht, wo man schon drauf gekommen ist, dass es keine Mittäter gibt. Man wirft Kampusch vor, einen pädophilen Ring zu decken. Es gebe Sexvideos mit mehreren Männern. Priklopil habe sich nicht selbst umgebracht, sondern sei ermordet und dann auf die Zuggleise gelegt worden. Kampusch könnte, weil frühreif, ihre Entführung mit 9 Jahren selbst geplant haben und freiwillig bei Priklopil gelebt haben. Zu den Verschwörungstheoretikern gesellt sich auch der ehemalige Präsident des Obersten Gerichtshofs, Johann Rischut. Sie hat Rede und Antwort zu stehen. Und wenn das unschlüssig ist, in vielen Punkten unschlüssig ist, dann muss er sich schon gefallen lassen, dass das hinterfragt wird. Auch der ehemalige Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Ludwig Adamovic, lässt sich von Spekulationen leiten. Gibt es aus Ihrer Sicht noch Hinweise auf einen zweiten Täter oder schließen Sie sich dem an, was hier gesagt wurde, es gibt keinen zweiten Täter? Also, mein Schweigen müsste Ihnen genügen. Ich sage nichts dazu. Er sagt dann aber doch etwas. Nämlich, Kampusch habe es in ihrer Gefangenschaft womöglich besser gehabt als bei ihren Eltern. Aus der Aufgabe, Ermittlungsfehler im Fall Kampusch aufzuzeigen, wird ein Feldzug gegen die junge Frau. Am Rande eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses streuen auch Politiker bösartige Gerüchte. Sollte die Natascha Kampusch ein Kind geboren haben, so stellt sich die Frage, was ist mit diesem Kind, wo ist dieses Kind? 5-mal wird der Fall untersucht, zuletzt mit Beteiligung des deutschen Bundeskriminalamtes und des FBI. Nach 7 Jahren im Frühjahr 2013 müssen die Verschwörungstheoretiker zur Kenntnis nehmen, dass es keinen Hinweis auf mehrere Täter gibt und der über 300.000 Seiten umfassende Akt geschlossen wird. Das hier ist die Haarlocke, die besagte. Die soll ja angeblich von meinem in Gefangenschaft geborenen Kind sein. Die FPÖ hat sich da sehr auf diese Haarlocke fixiert. Ich habe mir diese Haarlocke einfach abgeschnitten damals, weil ich wissen wollte, wie meine Haarfarbe ausgesehen hat, weil ich ja dann lange eine Glatze trug und ich wusste nicht, wann meine Haare wieder wachsen durften. Dadurch, dass viele Leute einfach das glauben, was in der Zeitung steht, war's echt arg. Also die Menschen dachten, dass ich ein Kind bekommen hätte und es umgebracht hätte. Und dann kamen so alte Damen auf mich zu und haben mich einfach versucht zu schlagen oder mich als Lügnerin oder Luder oder Schlampe bezichtigt. Und oft waren das so Situationen, wo ich mir dachte, um Gottes Willen, wo bin ich da hineingeraten? Das kann ganz gefährlich ausgehen.
weil man damit Hass auf mich gelenkt hat und mich quasi als Lügnerin bezichtigt hat und die ganze Sache angezweifelt hat. Aber was hätte ich denn davon, wenn ich lügen würde? Und was würde es denn an dem Verbrechen selbst ändern, wenn meine Kindheit schlimmer gewesen wäre? Weil es ist ja dennoch ein Verbrechen, jemanden zu entführen. Und der Täter ist der Täter und ich bin das Opfer und deswegen sollte man mich nicht zum Täter abstempeln. Ich fand die Frau Bast auch sehr nett. Die schweren Attacken gegen Natascha haben aber nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Freundinnen und Freunde hart getroffen. Für mich war es furchtbar, weil ich habe mich auch persönlich angegriffen gefühlt. Und ich finde es eine Frechheit eigentlich, dass es Menschen gibt, die einem das unterstellen. Ich habe das ignoriert, also das sind ja alle Spekulationen. Im Endeffekt weiß nur sie, was passiert ist und das ist ja unwichtig. Sie war nicht da, das, ja. Sie ist zurückgekommen, hat dieses erste Interview mit ihnen gegeben und war so stark. Sie hat nicht gebrochen ausgesehen oder nicht unterdrückt und war einfach nicht das typische Opfer. Und es kann sein, dass die Leute sich damit schwer tun. Haben Sie sich seit Ihrer Flucht vor 10 Jahren jemals frei gefühlt? So richtig frei, vielleicht in ganz wenigen Momenten. Aber es war auch ein Gefängnis, in das ich da wieder zurückgekehrt bin. Ein Gefängnis der Urteile und Verurteilungen. Ein Gefängnis der Gesellschaft. Natascha Kampusch möchte maturieren und hat auch schon einige Prüfungen abgelegt. Sie will sich dafür Zeit nehmen. Zeit, die ihr Wolfgang Priklopil gestohlen hat und Zeit, die sie durch die langwierigen Ermittlungen verloren hat. Kampusch hat vom Staat nie Geld erhalten. Von den Einnahmen aus Interviews, ihrem Buch und einem Spielfilm bezieht sie ein monatliches Einkommen. Wenn sie bescheiden lebt, reicht das noch für die nächsten 10 Jahre. Die Kritik, mit ihrem Schicksal Geld zu verdienen, lässt die 28-Jährige nicht gelten. Das Argument für ein zweites Buchprojekt zum Jahrestag ist dasselbe wie schon für ihr erstes Interview. Sie will ihre Geschichte selbst erzählen. Außerdem hätten dann diese ganzen Leute, die sowieso Schindluder mit dieser Geschichte trieben, freie Hand gehabt, weil ich ja nicht da gewesen wäre, um zu widersprechen, um ein Zeichen zu setzen, um da zu sein und einfach dem, was wirklich war, Ausdruck zu verleihen. Dann hätten wir einfach irgendeine Geschichte draus gemacht und das wollte ich nicht. Ich wollte auch in Österreich bleiben. Ich wollte nicht, dass meine Familie ihre Identität verändern muss. Warum sollte ich dann meinen Namen ändern? Ich bin ja kein Gefängnisinsasse, der sich dann vor einem schlechten Ruf oder sowas fürchten sollte. Natascha Kampusch möchte sich auch weiterhin sozial engagieren. Seit einigen Jahren verbindet sie eine Freundschaft mit Ute Bock, die nach einem Schlaganfall 24 Stunden Pflege braucht. Nachdem Kampusch mit Spendengeldern ein Kinderkrankenhaus in Sri Lanka aufgebaut hat, das erfolgreich läuft, möchte sie sich jetzt vermehrt für Flüchtlinge engagieren. Ich denke, sie sind umgeben von Leuten, die sie gern haben und sie haben sich auch alle gern. Sie sind so die Mutter von dem Ute Bockhaus und von allen Flüchtlingen. Ja, diesen blöden Ruf habe ich schon lange. Also vor einiger Zeit, das ist noch nicht so lange her, ging es darum, vielleicht das Haus einer Flüchtlingsfamilie zur Verfügung zu stellen und zu schauen, ob es dafür in Frage kommt. Es ist so, dass sie die Leute aufgeregt haben, dass ich da hinkommen soll. Das gesehen gewesen sehe, was wir jetzt auch immer haben. Und bringt uns da das Gesindel her. Also die ehemaligen Nachbarn von Wolfgang Priklopil wollten keine Flüchtlinge in Straßhof. Ja. Bürokratische Hürden haben bisher jede Nutzung des Hauses in Straßhof unmöglich gemacht. So bleibt es weiterhin stehen als Mahnmal für das, was hinter hohen Hecken und dicken Mauern unbemerkt von allen geschehen kann. Natascha Kampusch wird das nicht hindern, ihren Weg weiterzugehen.
Wo sagen Sie, das möchte ich noch bewältigen? Ich denke, dieses noch mehr zu sich selbst stehen, unabhängig davon, was andere Leute für Bedürfnisse haben, ist vielleicht noch ein Punkt, den ich noch erweitern könnte. Dass ich einfach sage, okay, ich darf da sein, ich darf leben, ich darf mich entfalten. Das ist es.